Sehr geehrte Damen und Herren und hallo. Ich freue mich sehr, Sie heute hier zu unserer Online-Ausstellungseröffnung im Stadtmuseum Tübingen begrüßen zu dürfen. Ich bin Wiebke Ratzeburg, ich bin die Leiterin des Stadtmuseums Tübingen. Die Ausstellung, die wir heute eröffnen, heißt Ausgrenzung, Raub, Vernichtung. Die NS-Akteure und Volksgemeinschaft gegen die Juden in Württemberg und Hohenzollern 1933 bis 1945. Sie wurde erarbeitet vom Landesarchiv Baden-Württemberg und dem Gedenkstättenverbund Goy-Neckar-Alb e.V. Es handelt sich um eine Wanderausstellung auf 29 Tafeln, die wir dank der Initiative der Tübinger Geschichtswerkstatt hier im Stadtmuseum Tübingen nun von heute an bis zum 30. Mai als Intervention in unserer stadtgeschichtlichen Dauerausstellung zeigen, hier im Kornhaus im dritten Obergeschoss. Dazu begrüße ich auch ganz herzlich Herrn Dr. Martin Ulmer, der gleich nach mir in die Ausstellung einführen wird. Er ist der wissenschaftliche Projektleiter und Koordinator dieser Ausstellung und hat auch die dazugehörige Publikation mit erarbeitet und herausgegeben. Ein kräftiges, großes, dickes, gehaltvolles Buch, was jetzt auch hier in der Ausstellung im Stadtmuseum zu erwerben ist. Herr Ulmer wird eben nach meiner kurzen Begrüßung jetzt gleich dann über die Inhalte der Ausstellung inhaltlich noch weiter ausführen. Nach Herr Ulmers Vortrag ist dann Zeit für Ihre oder eure Fragen. Nutzen Sie bitte dafür ab jetzt gerne die Kommentarfunktion auf der Startseite des Stadtmuseums, direkt unter dem Filmkasten. Wir sammeln alle Fragen und beantworten sie dann auch im Anschluss. Das Stadtmuseum befindet sich gerade mitten in der Neugestaltung seiner Dauerausstellung, die die Geschichte Tübingens vom Mittelalter bis zur Gegenwart neu und modern erzählen wird. Wir haben in einem ersten Schritt vor anderthalb Jahren den Ausstellungsteil Tübingen in der NS-Zeit ausführlicher und mit modernen Medien neu eingerichtet. Auch dies in Kooperation mit der Geschichtswerkstatt Tübingen. Zurzeit arbeiten wir an der Realisation des interaktiven Dachbodenraums Dark Secrets, in dem ab Sommer 2021 die Besucher auf Zeitreise gehen und selbst die Spuren von Tübinger NS-Geschichten verfolgen können. Mit der heute hier eröffneten Sonderausstellung beleuchten wir ein Kapitel der NS-Geschichte, das in den letzten Jahren immer besser erforscht wurde. Die staatlich betriebene, systematische Ausraubung, Ausplünderung der jüdischen Bevölkerung. Durch die Medien gegangen ist in den letzten Jahren vor allem das Thema Kunstraub. Und auch das Stadtmuseum durchforstet seit über 3 Jahren mit seiner Provenienzforschung seine eigene Sammlung und seine Bestände nach unrechtmäßig erworbenem Besitz. Wir konnten bereits 2 Objekte an ihre rechtmäßigen jüdischen Eigentümer zurückgeben. Die Ausstellung und das Buch Ausgrenzung, Raub, Vernichtung zeichnen nun diese Geschichte sehr genau und mit Beispielen nach, die das Vorgehen vor Ort zeigen und die Täter und Opfer klar benennen. Dadurch werden die einzelnen Schicksale hinter den allgemeinen Fakten konkret und anschaulich. Sie gehen dem Betrachter nahe und geben uns bis heute zu denken. In diesem Sinne möchte ich nun das Wort an Herrn Dr. Martin Ulmer übergeben, der im Folgenden einige dieser Geschichten und ihren größeren Zusammenhang darstellen wird. So, jetzt machen wir einen schnellen Wechsel und genau, dann sind Sie dran. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, Frau Ratzeburg, für die schöne Einführung und auch insgesamt für die gute Kooperation, langjährige Kooperation, die Sie schon erwähnt haben. Jetzt zur Ausstellung. Zur Verfolgung der Juden in Württemberg und Hohenzollern in der NS-Zeit sind seit den 1960er Jahren viele Studien erschienen. Doch kaum eine Untersuchung widmete sich intensiv der beruflichen Ausgrenzung und wirtschaftlichen Existenzvernichtung sowie der fiskalischen Ausplünderung der jüdischen Bevölkerung. Die Forschungsdefizite, die zum Teil sicher auch auf die Rücksichtsnahmen gegenüber den vielen Tätern und Profiteuren sowie ihrem heutigen Umfeld zurückzuführen sind, haben den Gedenkstättenverbund Goy-Neckar-Alb gemeinsam mit dem Landesarchiv Baden-Württemberg veranlasst, ein mehrjähriges Forschungs- und Ausstellungsprojekt zum Thema zu starten.
Neben der umfangreichen Publikation, die Frau Ratzeburg vorher schon kurz in der Hand hatte und vorgestellt hat, die ich hier im Stadtmuseum für nur ganze 18 Euro zu kaufen ist und bei der Landeszentrale für politische Bildung erschienen ist. Neben dieser Publikation hat man eben auch an dieser gleichnamigen Ausstellung gearbeitet, die im Herbst 2019 entstanden ist. Federführend hat das Projekt der Vorstand des Gedenkstättenverbunds Heinz Högerle, Dr. Peter Müller, der Archivdirektor des Staatsarchivs Ludwigsburg und meine Person, ich als Geschäftsführer des Gedenkstättenverbunds, realisiert. An der Publikation waren insgesamt 29 Autorinnen und Autoren beteiligt, die meist ehrenamtlich wichtige Artikel geschrieben haben. ...1933 lebten in Württemberg und Hohenzollern rund 11.000 jüdische Bürgerinnen und Bürger. Es gab nach vorsichtigen Schätzungen ca. 1.500 Geschäfte und Fabriken, überwiegend kleine und mittelständische Textil- und Viehhandlungen, Zigarren- und Tabakhandlungen und rund 140 meist mittelständische Fabriken, 35 Privatbanken, ca. 120 Rechtsanwälte und Juristen, 150 meist niedergelassene Ärzte und mehrere hundert sonstiger Freiberufler und Angestellte, darunter viele Frauen. Die Ausstellung zeigt einen multiperspektivischen Ansatz, der die verschiedenen Handlungen von Tätern, Schreibtischtätern, Beteiligten, Beamten, Unternehmern, kleinen Profiteuren in den Blick nimmt. Freilich gab es einen kleinen Kreis von Menschen, die anständig geblieben sind und weiterhin zu Juden Kontakt pflegen, ihnen halfen, sie weiterhin grüßten und in deren Geschäften einkauften, das heißt, vorhandene menschliche Handlungsspielräume zugunsten der Verfolgten nutzten. Außerdem wird die Haltung der jüdischen Geschäftsleute, Rechtsanwälte und Ärzte in einzelnen Ausstellungstafeln und im Buch dargestellt. Das heißt, wie reagieren sie auf den wachsenden Druck? Gab es Ausweichmöglichkeiten? Suchten sie das Geschäft, die Praxis oder die Kanzlei so lange wie möglich zu retten? Der Weltanschauungsantisemitismus der Nationalsozialisten, der 1933 zur Staatsdoktrin wurde, bildete die treibende Kraft bei der wirtschaftlichen und beruflichen Ausschaltung der jüdischen Bevölkerung im Deutschen Reich bis zu deren Existenzvernichtung. Zugleich wirkten reichsweit geltende Gesetze wie das Berufsbeamtengesetz vom April 1933 und die Nürnberger Gesetze vom September 1935 als Katalysatoren. Das Zusammenspiel von Aktionsantisemitismus, Boykotten, Gewalt und Ausgrenzungsgesetzen, also ein Antisemitismus von unten und von oben, radikalisierten die Politik gegen die Juden ab 1933 immer stärker. Im kommunalen Bereich sieht man das sehr gut, dass es viele Initiativen von unten gibt. Ziele dieser Ausgrenzungspolitik waren einmal und dieser sogenannten Ausplünderungspolitik waren einmal die konkrete Entfernung der Juden aus Deutschland durch Entzug der Existenzgrundlage. Zweitens ging es um die völkische Vermögensumschichtung und die Übernahme der Stellen, Geschäfte und Kunden bzw. Klienten durch die nicht-jüdische Konkurrenz. Von 16 Milliarden Reichsmark, die Juden in Deutschland hatten, flossen 12 Milliarden Reichsmark zum NS-Staat, in die Wirtschaft und zu den Privatleuten. Das war eine gigantische Vermögensumschichtung, die in diesen 30er und Anfang der 40er Jahre stattgefunden hat. Okay, das wäre jetzt eine Tafel, der Beginn, der Kaufboykott am 1. April 1933, der Angriff auf die Juden beginnt. Der gesellschaftliche Prozess der beruflichen und wirtschaftlichen Ausgrenzung der deutschen Juden durch die Volksgemeinschaft, die deutsche Volksgemeinschaft, wie es der Historiker Frank Bajor nennt, setzte unter propagandistischer Führung der regionalen und lokalen NSDAP im Frühjahr 1930 mit dem flächendeckenden Kaufboykott in Stuttgart und in anderen Städten wie Heilbronn, Ulm,
Ludwigsburg, Göppingen, Esslingen, Tübingen, Rottweil und andere von der Boykott von Geschäften mit jüdischen Inhabern ein. Der Kaufboykott war der Auftakt der Vernichtung der wirtschaftlichen und beruflichen Existenz der Juden in Deutschland. Eine Ausstellungstafel, diese hier, ist diesem Thema gewidmet. Im Vorfeld des Kaufboykotts hatte die NSDAP-Propaganda in Deutschland massiv zum Angriff auf die Wirtschafts- und Berufsbereiche der Juden getrommelt, propagandistisch verbrämt als Abwehrboykott gegen die negative Berichterstattung der angeblich von Juden gesteuerten ausländischen Presse gegen die Nazi-Politik. Diese NS-Propaganda schlossen sich überraschenderweise die noch nicht gleichgeschaltete bürgerliche Presse, in Stuttgart kann man das sehr gut beobachten, Wirtschaftsverbände und viele Vereine an. Also da hat sich dann schon hier eine gewisse Volksgemeinschaft im Zusammenhang mit dem Kaufboykott im Vorfeld formiert. Am 1. April 1933 zogen SA-Posten vor Geschäften und Büros von jüdischen Inhabern auf. In Tübingen vor dem Bekleidungsgeschäft von Gustav Lier und in der Neckargasse, wie hier im Bild unten links zu sehen. Oder vor dem Modehaus Degginger gab es SA-Posten am Holzmarkt, bei Leopold Hirsch in der Kronenstraße 6 und bei der Rechtsanwaltskanzlei Hayum und Katz in der Uhlandstraße 15. Alles, die SA-Posten hatten die Aufgabe, Kunden beim Betreten Geschäfte oder der Kanzlei dann daran zu hindern. Viele Menschen schlossen sich dem Boykott an und es bildeten sich in den Städten, beispielsweise in Stuttgart sehr gut zu beobachten, große Gruppen von Schaulustigen. Vereinzelt gab es Proteste in Ulm und in Tübingen, die sich dem Boykott widersetzten. Zum Beispiel sagte eine Frau in Tübingen beim Degginger, als sie abgehalten werden sollte von der SA, ich kaufe, wo ich will. Mit dem reichsweiten Boykott im April 1933 wurden erstmals die in weiten Kreisen der Bevölkerung vorhandenen antisemitischen Ressentiments für eine große öffentlichkeitswirksame Aktion mobilisiert. Diese Geschäfte und die Juden wurden öffentlich stigmatisiert und sollten aus der deutschen Volksgemeinschaft von durch Fernbleiben der Kundschaft ausgegrenzt werden. Die politische Botschaft wurde vielfach verstanden. Ein stiller Boykott und kommunale Verbote und Schikanen schlossen sich an. Hier ist jetzt eine wichtige Tafel, die das Thema Akteure, Profiteure der Verfolgung im Überblick behandelt. Die ist auch in der Ausstellung, in dem Buch dann zu sehen. Weil es doch ein komplexer Prozess ist mit vielen verschiedenen, unterschiedlichen staatlichen Parteiorganisationen und so weiter Akteuren. In Württemberg und Hohenzollern waren, wie anderswo auch, zahlreiche Akteure aus der NSDAP, den Kommunen, aus den Finanz- und Landesverwaltungen, der Gestapo, den Wirtschaftsverbänden, der Industrie- und Handelskammern, Handwerksinnungen sowie aus den Firmen bis hin zu vielen Bürgerinnen und Bürgern an der Ausplünderung beteiligt. Darüber hinaus wurden eigene Institutionen nur für Württemberg und Hohenzollern geschaffen. Ich gehe da kurz gleich drauf bei dem Schaubild drauf ein. In dem Schaubild zu den Akteuren und Profiteuren der Verfolgung werden Zusammenhänge deutlich. Dieses Schaubild ist auch in der Ausstellung zu sehen. Die Farbe Rot auf der linken Seite markiert die NSDAP und NS-nahe Institutionen auf der linken Seite und in der Bildmitte. Die NSDAP-Gauleitung um den Reichsstatthalter Wilhelm Mohr, die Gauwirtschaftsberater, die Kreisleiter und lokalen Parteiorganisationen, SA beispielsweise, und die Gauwirtschaftsberater waren seit Beginn der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Frühjahr 1933 die wichtigsten treibenden politisch-ideologischen Kräfte und Schrittmacher der wirtschaftlichen Ausschaltung und Existenzvernichtung der jüdischen Geschäftsleute und der Angestellten. Ab 1936 nahmen die NS-Machtkreise besonders die lukrativen Firmen und größeren Fabriken von jüdischen Inhabern ins Visier. Der Gauwirtschaftsberatung kam hier eine Schlüsselrolle zu. Auch der ist der Gauwirtschaftsberatung in eigene Tafel gewidmet. Die württembergische NSDAP schuf 1936 für die Zwangsübernahme dieser Firmen eigens die sogenannte Vermittlungszentrale. Ein in der Mitte zu sehen, mit blau und rot schraffiert.
Und es ist eine wichtige Zentrale, es ist ein eingetarntes Wirtschaftsunternehmen. An der schwäbischen Erfindung, das ist sozusagen das württembergische Spezifikum, waren die Stadt Stuttgart, die Gauwirtschaftsberater, das Landeswirtschaftsministerium, die IHK Stuttgart und die aufstrebende Wirtschaftsprüfungsfirma Schwäbische Treuhand AG, Klammer auf, heute Ernst & Young, Klammer zu, beteiligt, um den Raubzug gegen die jüdischen Unternehmen einen scheinlegalen Anstrich zu geben. Die Vermittlungszentrale setzte politisch genehme Personen beim Zwangsverkauf durch, drückte den Kaufpreis und erpresste Gelder von Käufern und jüdischen Vorbesitzern für NS-Zwecke. Diese Korruptionsabgaben flossen in die extra gebildete Parteistiftung Wirtschaftsdank, ganz unten im Bild, ganz unten links zu sehen. Haben wir eigens eine Parteistiftung geschaffen, um die Gelder dann dort zu parken und dann wieder für NSDAP-Spitzenfunktionäre einzusetzen. Die Gauleitung und die Gauwirtschaftsberater führten 1938 den NS-Gauamtsleitern, die sind auf der linken Seite in dem mittleren Kasten zu sehen. Also die Gauleitung und die Gauwirtschaftsberater führten 1938 den NS-Gauamtsleitern lukrative Fabriken von jüdischen Unternehmern zu. Meist waren die neuen Firmenkäufer unternehmerische Amateure. Mit dem ökonomischen Zugriff jedoch sicherten sich die Nazis die politische Machtstellung im Land. Die Finanzierung der erzwungenen Firmenwechsel übernahm die gleichgeschaltete württembergische Landessparkasse, in denen NSDAP-Spitzenfunktionäre gut dotierte Führungsposten besetzten. Zum Beispiel der frühere Kreisleiter Helmut Baumert aus Tübingen, der dann auch Gau-Geschäftsführer war und der dann auch erster Vorstand in der württembergischen Landessparkasse war. Und diese Landessparkasse gab diesen NS-Spitzenfunktionären sogenannte Arisierungskredite zum Kauf dieser Firmen. Viele Beteiligte wie die Schwäbische Treuhand AG, Parteinotare, und die Finanzbehörden sicherten das Korruptionsgeschäft der NS-Spitzenfunktionäre ab. Die Korruption blühte in Württemberg und Hohenzollern. Die Effizienz dieser antisemitischen Politik wäre jedoch begrenzt geblieben, wenn nicht zahlreiche Akteure in den Staatsbehörden, Kommunen, Wirtschaftsverbänden, freien Berufen, Unternehmer und Menschen aus der Nachbarschaft, Arbeitskollegen oder frühere Kunden in arbeitsteiliger Weise mit unterschiedlichen Motiven mitgewirkt hätten. Diese unterschiedlichen Motive sind, möchte ich mal nennen, kurz beispielsweise Antisemitismus, bei Beamten sind es oft dann auch Obrigkeit, staatliches Denken, Karrieregründe spielen eine Rolle, ökonomische Vorteile, Opportunismus und auch gesellschaftlicher oder politischer Konformismus. Oft ist es ein Gemisch, das sind die Motivlagen der anderen, die nicht in der Partei beispielsweise waren, aber in diesem Prozess dann mitgewirkt haben. Nach der Existenzvernichtung blieben vielen Juden gar kein anderer Weg als zur Flucht. Dann griffen, wie auf der rechten Seite in blauer Farbe, die blauen Farben stehen für staatliche Organisationen, wie auf der rechten Seite in blauer Farbe zu sehen ist, die aus der Weimarer Zeit bestehende Devisenstelle in Stuttgart und die Finanzämter und Finanzbehörden mit der Reichsfluchtsteuer und der sogenannten Judenvermögensabgabe sowie weiterer Zwangsabgaben zu. Sie griffen dann zu, also die Finanzbehörden in dem Rahmen. Diese pressten den Juden hohe Anteile ihres Vermögens für den NS-Staat ab, der damit die Kriegsvorbereitung und das Haushaltsdefizit 1938-39 finanzierte. In Württemberg mussten die Juden 34 Millionen Reichsmark Reichsfluchtsteuer und 35 Millionen Judenvermögensabgabe bezahlen. Hinzu kamen die Bereicherungen der Finanzbehörden am beweglichen Hab und Gut der deportierten Juden, auf die ich später noch kurz eingehen werde. Die Finanzbehörden stellten ab 1933 sich sofort in den Dienst des völkischen NS-Staates und zeigten deutlich, dass der bisherige Normenstaat aus der Weimarer Blick vom nationalsozialistischen Maßnahmenstaat abgelöst wurde. Also dass die Nationalsozialisten sich die Behörden zunutze machen konnten, um ihre Ziele, NS-Ziele dann auch durchzusetzen. Und bei den Behörden oft eine große Bereitwilligkeit da war, dies auch zu realisieren. Eine besonders gefürchtete Rolle spielte
dabei der Leiter der Devisenstelle Stuttgart, Ernst Niemann, dem auch eine Tafel gewidmet ist hier, der die Juden, die fliehen mussten, besonders schikanierte und finanziell auspresste. Im mittleren Bild ist auf der rechten Seite nochmal die neu geschaffene Gestapo seit 1936 zu sehen, und die Gestapo sicherte mit ihren Terrormaßnahmen wie Drohungen, Verhaftungen, zum Beispiel auch von Juden in der Pogromnacht, sowie der Beschlagnahme des Vermögens der Juden bei deren Deportation die Ausreibung staatspolizeilich ab. Es greift also alles sehr gut ineinander und es kommt dann auf die verschiedene Behörde, auf die verschiedenen Institutionen an, damit dann auch dieser Ausplünderungsprozess zum Beispiel erfolgreich ist. Auch die Städte und Gemeinden waren früh Akteure bei der Ausgrenzung der Juden. Das ist in unten rechts zu sehen, auf der rechten Seite, Spalte unten. Ja. Es werden Geschäftsverbindungen aufgelöst, zum Beispiel in Stuttgart. In Tübingen löst die Stadtgemeinde Tübingen die Bankverbindungen zum Bankhaus Weil. Dann es gibt Zutrittsverbote für Märkte, für jüdische Viehhändler beispielsweise werden verhängt. Und, was man nie vergessen darf, die Städte waren Profiteure des zurückgelassenen Immobilien der geflohenen Juden oder auch der zerstörten Synagogengrundstücke, wie beispielsweise aus Stuttgart. Auch dem Beispiel ist eine Tafel gewidmet, aus Heilbronn, aber auch Beispiele aus Tübingen zeigen. Viele Menschen waren Profiteure als Käufer, als berufliche Konkurrenten, als Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer, als Schnäppchenjäger. Skrubel war in Württemberg die Ausnahme. Auch hier schien die völkische Zustimmungsdiktatur zu funktionieren, die zur, in Anführungszeichen, Beutegemeinschaft wurde. Die Vorstellung, dass alle Befehle und Verordnungen von der NS-Reichsregierung, den Reichsministerien oder der SS in Berlin kamen und man nur als Befehlsempfänger agierte, ist in Württemberg und anderswo eine bequeme Legende der zahlreichen Akteure und Profiteure nach 1945. Denn unser regionalgeschichtliches Forschungsprojekt förderte neue Erkenntnisse zutage. So hatten vor der staatlichen Zentralisierung der endgültigen Ausschaltung der Juden nach der Pogromnacht 1938 die regionalen Akteure und die lokalen Akteure große Handlungsspielräume, die sie meist zulasten der Juden nutzten. Die breite Akzeptanz oder zumindest die stillschweigende Hinnahme der Verfolgung der Juden in Württemberg beruhten unter anderem auf einen verbreiteten gesellschaftlichen Antisemitismus vor 1933. Jetzt komme ich noch zu ein paar Einzelbeispiele, hier die Entrechtung und Verfolgung der Rechtsanwälte. Jüdische Juristen zählten für die Nationalsozialisten zur meistgehassten Berufsgruppe, weil sie das demokratische Weimarer Rechtssystem verkörperten. In Württemberg-Hohenzollern gab es am Vorabend des NS-Regimes 86 niedergelassene Rechtsanwälte, die als Juden verfolgt wurden. 61 davon waren in Tübingen ansässig, in Stuttgart ansässig. 61 waren in Stuttgart ansässig, das war dort ein Zentrum. Aber es gab auch in der Provinz, welche auch in Tübingen beispielsweise, die Rechtsanwaltskanzlei Hayum mit zwei Rechtsanwälten und Katz. Und auch diese Ausgrenzung wird hier mit geschildert. Ja. Bereits im März 1933 fanden im Gericht in Stuttgart zwei willkürliche Verhaftungen von sozialdemokratischen jüdischen Juristen statt, dem Amtsrichter Dr. Fritz Bauer, dem späteren Generalstaatsanwalt und Auschwitz-Anklägern, berühmter Fritz Bauer, der wurde 1933 bereits im Amtsgericht in Stuttgart verhaftet, und der andere war der Tübinger Rechtsanwalt, Rechtsreferendar Dr. Helmut Erlanger. Beide konnten später emigrieren. Am 1. April 1933 standen auch vor Kanzleien im ganzen Land SA-Posten. Ein stiller Boykott von Klienten setzte ein und brachte massive wirtschaftliche Einbußen, wie es Dr. Manfred Scheuer von der ehemalig renommierten Heilbronner Kanzlei Gumpel Koch und Scheuer hier auch im Bild bezeugte. Durch das Anwaltsgesetz vom 7. April 1933 verloren die jüngeren Anwälte und alle Juristinnen ihre Zulassung. Die damals noch geltenden Ausnahmeregelungen für ehemalige Frontkämpfer und sogenannte Altanwälte wurden sukzessiv seit Herbst 1935 abgeschafft. Die Existenz
Vernichtung zwang fast 3/4 der jüdischen Anwälte auszuwandern. Kaum einer konnte im Exil in seinem erlernten Beruf weiterarbeiten. Je später sie flohen, umso mehr wurden sie finanziell ausgeraubt. 18 ehemalige Rechtsanwälte kamen direkt durch den Nationalsozialismus zum Tode. 3 davon begingen Suizid, die anderen wurden in den KZs Mauthausen und Theresienstadt sowie im Vernichtungslager Auschwitz ermordet. Weiteres Beispiel, die Ausschaltung der jüdischen Textilhändler in Klein- und Mittelstädten. Bei den Textilgeschäften entsteht ein differenziertes Bild. In kleineren und mittleren Orten waren die Zusammensetzung der Kundschaft und ihre politische Haltung entscheidend, wie lange sich die Geschäfte bis zur totalen staatlichen Ausschaltung im November 1938 halten konnten. In katholischen Orten wie Hechingen und Horb hatten jüdische Geschäftsleute etwas bessere Existenzbedingungen als zum Beispiel im protestantisch und stark nationalsozialistisch geprägten Tübingen. Eine Ausstellungstafel zeigt diese frühe Ausgrenzung in Tübingen und die späte Firmenübernahme beim beliebten Textilgeschäft von Jakob Wolfsheimer in Horb. Trotz Werbeverbot konnte sich das Geschäft bis Sommer 1938 halten, weil, Anführungszeichen, biedere Landfrauen, Anführungszeichen Ende, wie das gleichgeschaltete Schwarzwälder Volksblatt sich bitter beklagte, weiterhin dort einkaufen würden. Jakob Wolfsheimer gab im August 1938 auf und verkaufte sei unter Wert an einen Konkurrenten. Er wurde in der Reichspogromnacht nach Dachau verschleppt und konnte nach der Freilassung mit seiner Familie in die USA fliehen. Auch ein weiteres regionales Beispiel ist jetzt eine Firma aus Hechingen, eine Nähfadenfabrik Levi aus Hechingen. Eine weitere Ausstellungstafel zeigt die Geschichte der Nähfadenfabrik Levi mit 124 Beschäftigten aus Hechingen. Hechingen war ein regionales Zentrum der jüdischen Textilunternehmer. Sie zahlten mehr als ein Drittel der gesamten Gewerbesteuern in Hechingen. Die gutgehende Firma, hier rechts oben im Bild, sieht man die Belegschaft bei 70 Jahre Firmenjubiläum rechts oben, wurde ab Mitte 1930 durch Rohstoff- und Devisenkürzungen der staatlichen Behörden immer mehr unter Druck gesetzt. Die Gauwirtschaftsberatung, die Devisenstelle Stuttgart, die IHK Reutlingen, griffen 1938 ein und zwangen die beiden jüdischen Besitzer Rudolf Levi und Emil Weil zum Verkauf unter Wert an die Reutlinger Zwirnerei Anner AG, deren Eigentümer NSDAP-Mitglieder waren. Emil Weil konnte rechtzeitig in die USA fliehen. Rudolf Levi starb 1942 im KZ Theresienstadt an den Folgen der Haft. 2 weitere große Hechinger Textilfabriken wurden zwangsverkauft. Hier unten links im Bild, die Firma Leuengard und Levi übernahm 1938 das Unternehmen Heinrich Maut in Biesingen. Das besteht nicht mehr inzwischen. Und rechts im Bild unten, das Textilunternehmen von Hermann Levi kaufte 1937 die Gebrüder Meyer, heute Trigema. Ich komme jetzt zum Thema Deportation. Also in der Pogromnacht gab es auch eine ganze Reihe von Plünderungen und Verhaftungen und durch die Pogromnacht wurde dann der Druck auf die jüdische Bevölkerung massiv erhöht. Es kam zu einer massiven Auswanderung, zur Flucht, zur Fluchtbewegung. Und da konnten die Finanzbehörden nochmal sehr gut zugreifen durch die Reichsfluchtsteuern, die Sonderabgaben und die Wiesenabgabe etc. Jetzt die Deportation, die dann 1942, die nicht rechtzeitig fliehen konnten aus Deutschland, es waren ungefähr, in Württemberg waren es von den 11.000 Juden, waren es 2.500 Juden in Württemberg und Hohenzollern, die ab 1941 im Dezember in die Todeslager deportiert wurden. Und als diese Deportation im Dezember, Anfang Dezember 1941 nach Riga begann, standen die Gestapo und die Finanzämter bereit,
deren gesamtes noch verbleibendes Eigentum in der reichsweiten Aktion 3 zu beschlagnahmen und restlos zu verwerten. Der finale Raub, zu sagen. Da wird dann alles beschlagnahmt, Konten beschlagnahmt, da arbeiten die Kreissparkassen mit. Da wird natürlich das Eigentum beschlagnahmt, die Immobilien, die Grundstücke und so weiter, die dann auch die Finanzbehörde verwerten und natürlich die ganze bewegliche Habe, also der Hausrat und das, was die Menschen dann zurücklassen müssen, oft Schmuck und so weiter. Dabei gingen die lokalen Finanzämter und das Oberfinanzpräsidium selbst nicht leer aus. Das Oberfinanzpräsidium Stuttgart leitete und organisierte den Raub des Vermögens der jüdischen Bevölkerung. Die Finanzbehörden versorgten sich mit Büroeinrichtungen, Schränken, wertvollen Gemälden und Teppichen, Klavieren für den, wie es hieß, eigenen Dienstgebrauch. Der Oberfinanzpräsident in Stuttgart, Dr. Rudolf Mietze, bekam ein Zimmer aus kaukasischem Nussbaumholz. Mittlere Beamte, die nicht so hoch in der Hierarchie waren, bekamen Lederclub-Sessel und Radierungen als Wandschmuck. Die Stuttgarter Finanzämter meldeten großen Bedarf an und erhielten alle Wünsche vom Oberfinanzpräsidium Stuttgart. Andere Finanzämter wie Künzelsau wollten Möbel als Raubgut und erhielten die Genehmigung aus Stuttgart. Oder wertvolle Teppiche, wie Dokumente auf der Tafel zeigen, wurden vom Finanzamt Riedlingen nach Stuttgart gemeldet und auf einzelne Behörden in Oberschwaben verteilt. Es waren auch zahlreiche NS-Organisationen, Polizeistellen, Firmen interessiert, um vom Raub im Kontext der Deportation zu profitieren. Die Gegenstände wurden nach 1945 kaum restituiert und in vielen Fällen wurden Nachweise kurz vor Kriegsende vernichtet. Durch einige wichtige überlieferte Aktenbestände, beispielsweise im Staatsarchiv Sigmaringen einzusehen über das Finanzamt Horb, konnten die Vorgänge jedoch in Grundzügen für Württemberg rekonstruiert werden. Was die NS-Behörden und Parteiorganisationen aus dem Hab und Gut der Deportierten nicht selbst verwendeten, wurde an die Bevölkerung meistbietend versteigert. Das gehört auch zu dem Thema Ausplünderung, die Beteiligung sogenannter Volksgenossen, Versteigerungen vor und nach den Deportationen. Versteigerung von Hausrat und Möbel von Juden waren im nationalsozialistischen Deutschland ein Massenphänomen, an dem sich viele Bürgerinnen und Bürger, nicht selten die ehemaligen Nachbarn der Verfolgten, beteiligten. Bereits vor den Deportationen kam es zu zahlreichen privaten Versteigerungen von Hausrat, wenn Juden sich zur Flucht entschlossen. Ein Beispiel ist aus Tübingen überliefert, als die Familie Hayum fliehen musste in die Schweiz, dass dort eine Versteigerung stattfand. Und auch der Zeitzeuge damals, wir von der Geschichtswerkstatt damals Zeitzeugen befragt haben, die das dann eindrücklich geschildert haben. Diese Aktionen, die zum Teil in den Wohnungen stattfanden, riefen viele Schaulustig- und Schnäppchenjäger auf den Plan. An vielen Orten wie Stuttgart, Beisingen, Haigerloch, Laubheim, Künzelsau und Eschenau fanden nach den Deportationen im Winter 1941 und Sommer und Herbst 1942 größere Versteigerungen statt, die die Finanzämter mit den örtlichen Inventierern organisierten. Weniger wertvolle Sachen sollten laut Oberfinanzpräsidenten an die Volksgemeinschaft abgegeben werden. Klar, die Finanzämter, die haben dann ja auch schon kassiert und sich die wertvollen Stücke dann in die Büros gestellt. Schnäppchenjagd in Eschenau bei Heilbronn als Beispiel ist in der Tafel auch nochmal ausgeführt. Nach der Räumung des jüdischen Zwangsaltenheims in Eschenau im August 1942, dessen 82 Bewohnerinnen und Bewohner in das KZ Theresienstadt deportiert wurden, fand dort im Herbst eine große Versteigerung statt. Heilbronner Finanzbeamte und der dortige Stadtinventierer organisierten im Schlosspark in Eschenau den Verkauf des Hausrates, der Kleidung und des Mobiliars der deportierten Juden. Hier unten im Bild ist ganz unten die Orangerie im Schlosspark neben dem Schloss in Eschenau zu sehen. Und in der Orangerie und vor der Orangerie wurde damals die Versteigerung organisiert. Zahlreiche Menschen vom Ort und der Region waren anwesend. Ein Beteiligter, damals ein Kind, erinnert sich, Zitat, drei Tische, da waren Utensilien drauf, vorwiegend Weißwäsche. Meine Mutter hat ein geflochtenes Nähkörble ersteigert. Es wurde die Habe aufgerufen und hochgehoben. Es wurde gleich bezahlt.
Zitat Ende. Bei der Versteigerung wechselten Kleidungsstücke, Bettzeuge und Kommoden zu einem Spottpreis die Besitzer. Den Gesamterlös von mehreren tausend Reichsmark kassierte das Finanzamt Heilbronn für den NS-Staat. Zuweilen gab es Vorfälle, bei denen Mietbietende bevorzugt wurden und andere trotz höheren Gebots leer ausgingen. Vor der Versteigerung in Eschenau haben Polizisten und Nationalsozialisten, wie ich aus Akten erfahren habe und von Zeugzeugen, Schmuck und Wertgegenstände der Opfer unter sich aufgeteilt. Persönliche Bereicherungen waren in der Region und reichsweit häufiger zu beobachten. Selbst in diesem legalen Raubzug gab es noch eine ganze Reihe von persönlichen Bereicherungen. Ich möchte Sie nun zum Schluss zum Online-Vortrag der Geschichtswerkstatt am 6. Mai um 19 Uhr einladen. Der wissenschaftliche Mitarbeiter Benedikt von Bremen und ich werden die Tübinger Vorgänge der Ausbildung an den Beispielen der Textilgeschäfte, dem Bankhaus Weil, der Rechtsanwälte des Viehhandels sowie der Deportation behandeln. Die Anmeldung kann erfolgen unter info@geschichtswerkstatt-tübingen.de. Das Stadtmuseum und die Geschichtswerkstatt Tübingen freuen sich sehr über den Besuch der Wanderausstellung. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und stehe nun auch für Ihre Frage gerne zur Verfügung. Ja, vielen Dank, Herr Ulmer. Ich stelle die Fragen hier aus dem Off. Bisher sind noch keine eingegangen. Ich hoffe, das liegt nicht an technischen Schwierigkeiten und das funktioniert. Also, wenn Sie das hören, gerne benutzen Sie noch das Frageformular auf der Startseite vom Stadtmuseum. Können Sie vielleicht so lange noch was zu den Quellen sagen? Ich finde es ja super spannend, gerade diese regionalgeschichtlichen Fallbeispiele, die das ja sehr plastisch alles machen. Aber auf welche Quellen konnten Sie denn zurückgreifen jetzt in Ihrem Forschungsprojekt? Was gibt es für Quellen vielleicht auch gerade aus Tübingen oder was gibt es für Quellen auch nicht, weil sie nicht erhalten sind, vernichtet worden sind? Vielleicht können Sie dazu noch was sagen. Bei dem Thema, das so komplex ist, braucht man immer einen Quellenmix. Also man kann, zentrale Quellen für die aus der Opferperspektive und was Opfer dann auch verloren haben im Rahmen dieser Raubzüge, sind natürlich die sogenannten Restitutionsakten, die für jeden Betroffenen dann in der Regel im Staatsarchiv, in den Staatsarchiven regional gesammelt sind. Also für Tübingen beispielsweise im Staatsarchiv Sigmaringen, für Stuttgart im Staatsarchiv Ludwigsburg. Also sozusagen, man hat das Regionalprinzip, die Zuständigkeit und das Provenienzprinzip. Und diese Akten kann man einsehen. Es gibt dann auch Akten zur Vermögenskontrolle, die Alliierten dann angelegt haben, um Firmen zum Beispiel unter Vermögenskontrolle zu stellen und dann kann man dann auch den Wert bemessen und beispielsweise den Umgang, auch die Rückgabe dieser, zu welchen Bedingungen dann erfolgen sind. Das sind zwei wichtige Quellen. Eine weitere wichtige Quelle ist vor allem von Täterseite die sogenannten Spruchkammerakten, die auch regional in Staatsarchive für Tübinger Täter oder für NSDAP-Mitglieder oder in Ludwigsburg dann für den nordwürttembergischen Raum dann gesammelt sind und diese häufiger Belastungsdokumente drin, aber sind auch sehr viel Entlastungsmaterial. Diese Quelleform muss man immer sehr quellenkritisch lesen, aber auch da kriegt man oft gute Informationen. Auch von einzelnen Beamten hat man da einen sehr guten Einblick bekommen, vor allem von den Gauwirtschaftsberatern, wo ich die Akte dann auch durchgesehen habe, wo man doch sieht, sie sind belastet und da steht dann vieles drin. Aber es gibt natürlich auch die Tatsache, dass sie sich gegenseitig belasten und es ist nicht immer einfach, diese Spruchkammerakte gegen den Strich zu lesen. Dann hat man natürlich dann Zeitungsquellen, das sind auch wichtig, auch wenn es natürlich Propagandamaterial ist, aber hier in dem Beispiel sehen Sie, wenn Sie zum Beispiel Versteigerungen vor oder nach der Deportation. Auf der rechten Seite, in der rechten Spalte, sehen Sie die Zeitungsanzeige der Versteigerung in Stuttgart. Dann ist auch das ist im Stuttgarter Neuen Tagblatt erschienen. Oder die Ankündigung dann im Horberblatt auf der linken Seite. Und auch das sind wichtige Quellen, Fotos sind wichtige Quellen. Und
Also im Wesentlichen handelt es sich schon um Spruchkammerakte und Restitutionsakte und dann auch Sachakte, die beispielsweise zum Glück noch über die Finanzbehörde, also vor Horb gibt es einen Bestand, das sind 500 Akte gibt es da. Also da ist die Ausplünderung minutiös dokumentiert für die einzelnen Orte wie Horb, vor Rexingen, vor Müringen oder auch vor Beisingen oder vor Haigerloch. Und da kriegt man doch ein sehr, sehr detailliertes Bild. Und für die Oberfinanzdirektion Stuttgart sind zum Glück, obwohl viele Akten vernichtet sind, nach dem 45 hatten ja den Befehl Nero dann von Hitler realisiert, also dass sie die Akten dann vernichtet haben, die meisten, aber sind zum Glück noch Sachakte da im Zusammenhang mit der Reichsfluchtsteuer und der Judenvermögensabgabe. Also auch da hat man Glück, dass man auf Sachakte zurückgreifen kann. Und natürlich muss man intensiv die Sekundärliteratur auswerten. Man stößt dann manchmal doch auf Namen wieder in anderen Zusammenhängen. Also man muss einfach sehr intensiv forschen und dann auch die Kommunalarchive besuchen. Wichtig sind auch Gemeinderatsprotokolle, wenn es um Ausschlüsse geht von Firmen, wenn es zum Beispiel um Kündigung von Mietverhältnissen geht oder von Zutrittsverboten für Viehhändler von Viehmärkten. Das ist zum Beispiel hier im Tübinger Gemeinderatsprotokoll, sind diese Beispiele gut dokumentiert. Also Sie brauchen einfach einen Quellenmix, Sie müssen, und damit kriegen Sie dann mosaikartig immer mehr ein verfeinertes und detailreiches Bild. Ja. Ja, vielen Dank. Sie haben ja dieses Bild gezeigt mit der Belegschaft von der Hechinger Textilfabrik. Da habe ich mich auch gefragt, was denn eigentlich mit den ganzen Angestellten passiert ist von diesen Betrieben. Einerseits mit den Angestellten von jüdischen Betrieben, andererseits aber auch mit von Juden und Jüdinnen, die irgendwo angestellt waren, die jetzt vielleicht nicht enteignet worden sind, weil sie gar kein Unternehmen hatten, was man hätte enteignen können, die aber auch in irgendwie ihren Broterwerb gehabt haben und eben irgendwo in Angestelltenverhältnissen waren. Also jüdische Angestellte in diesen Firmen sind in der Regel relativ rasch entlassen wurde, 33, 34, 35, das ging sehr schnell oft. Und dann jetzt bei einem Beispiel der Firma in Hechingen, also der Nähfadenfabrik Levi in Hechingen, diese Belegschaft war nicht jüdisch oder im damaligen nationalsozialistischen Jargon arisch. Und diese Belegschaft wurde dann auch komplett übernommen. Also die hatten dann... Das war auch eine Bedingung, dass man dann hat auch die Partei sehr darauf geachtet, dass dann eben kein Personalabbau stattfindet, sondern im Prinzip diese, soweit sie arisch sind, eben übernommen werden. Das war eine Bedingung zum Beispiel hier in dem Kaufvertrag. Ja. Aber häufig ist es so, vor allem bei sogenannten Warenhäusern, bei Schocken beispielsweise oder beim Warenhaus Tietz, die hatten relativ viele jüdische Angestellte und die wurden 33, 34, 35 auf Druck der NS-Behörde vor Ort dann häufig frühzeitig entlassen und mussten dann auch fliehen. Also die waren häufig sehr schnell betroffen von der Ausgrenzung oder sehr früh betroffen. Dann gibt es hier noch eine Frage, die sich auf die Restitution, Wiedergutmachung bezieht. Gab es Rückerstattung, zum Beispiel der Reichsfluchtsteuer? Die Reichsfluchtsteuer und die Judenvermögensabgabe wurden staatlich dann im Zuge des Bundesentschädigungsgesetzes dann rückerstattet, also es berechnet dann eben und rückerstattet. Das bewegliche Habe wurde in der Regel, was sich zum Beispiel Privatleute dann unter Nagel gerissen haben, wurde nicht rückerstattet. Also da gab es keine oder gab es nur manchmal eine Pauschale, also die jüdischen Bürger haben versucht, dann aufzulisten, was sie zum Beispiel oder was ihre Angehörigen, die nicht mehr leben, verloren haben, ein Teppichchen. Da gab es manchmal eine kleine Entschädigung. Also bei diesen staatlichen Ausplünderungsmaßnahmen war die Entschädigung insgesamt ein bisschen besser. Und bei den Firmen war es so, alle Firmen wurden ja dann unter Vermögenskontrolle gestellt. Und erst dann, wenn es dann eine Einigung gab mit dem jüdischen Vorbesitzer, wurden die Firma dann auch restituiert, entweder zurückgegeben oder wenn die zum Beispiel der nichtjüdische neue Besitzer, der sogenannte in Anführungszeichen Ariseur, die Firma dann behalten wollte, musste er eine Entschädigungssumme bezahlen, ja, für diese Firma, die er dann weitergeführt hat. Ja. Und ja. Aber die Entschädigung ist ein eigenes Thema, es ist auch hier thematisiert.
Und die Entschädigung ist nicht optimal gelaufen. Also es sind viele Fälle, wo man sagen konnte, es war ein mühseliger Weg der Entschädigung für jüdische Bürger, oft jahrelang warten musstet, bis eine Entscheidung gefallen ist. Und wo man bei älteren Bürgern dann tendenziell von der deutschen Behörde aus dann auch auf Zeit gespielt hat. Man hat auch mal oft gespottet, es sei, man hat an der biologischen Lösung gearbeitet, dass man, es gibt eine Reihe von Beispielen aus den 50er Jahren, wo sich Prozesse jahrelang hinziehen für Entschädigung, für Berufsschade, für gesundheitliche Schade, den man sich im Zusammenhang mit der Verfolgung zugezogen hat. Und wo es immer ein Ping-Pong-Spiel zwischen Rechtsanwälten und Entschädigungsbehörde ist, und da hat man schon den Eindruck, es wird sehr auf Zeit gespielt, weil die Entschädigung greift dann erst, wenn der Bescheid vorliegt. Also es heißt nicht rückwirkend, sondern erst, wenn der Bescheid vorliegt. Und diese vielen, vielen Fälle von privaten Bereicherungen, also diese Profiteure sind ja wahrscheinlich dann gar nicht großartig belangt worden nach dem Krieg. Nein, also in der Regel waren die hatten Glück, dass sie nicht, sie wurden, sie in der Regel wurden nicht belangt, also sie wurden gelegentlich, gab es dann Fälle, wo jemand, also wie jetzt in Beisingen, wo der Harry Kahn, ein überlebender Viehhändler, der dann zurückkam, der dann tatsächlich zum Nachbar in das Haus rein ist und gesagt, hier ist mein Teppich, den nehme ich jetzt mit. Also sozusagen seine eigene Entschädigung betrieben hat, dann ist auch das Beispiel im Buch zumindest dieses Beispiel dargestellt. Diesen Fall gab es, aber in der Regel wurden private Personen, sind außen vor geblieben. Der Staat hat auch kein Interesse gehabt, dass dieser Personenkreis dann diese bewegliche Habe, diese Möbel beispielsweise und so weiter dann zurückgibt. Es gab seltene Fälle der Zurückgabe, auch in tübingischen Fall bekannt, 45, der eine Schreibmaschine dann wieder zurückgegeben hat an die Angehörigen von deportierten Opfern. Aber das war die Ausnahme. Die meisten hatten wirklich kein Unrechtsbewusstsein, sondern es war ja eine staatlich organisierte Versteigerung, hat einen scheinlegalen Charakter gehabt und damit konnte man die eigene Verantwortung dann außen vor lassen. Gut, vielen Dank. Andere Fragen sind jetzt bisher nicht eingegangen. Ja, dann danke ich für das Interesse und kann Ihnen nur die Ausstellung dann empfehlen und wünsche noch einen schönen Abend.